Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Rux4 mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit der überdimensioniert großen Flip and Change Figur von Autobot Drift. Hier in der, wie ich schon sagte, etwas größeren Version. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, diese Version habe ich bis jetzt noch nirgendwo im Handel gesehen. Habe sie freundlicherweise von Hasbro selbst bekommen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert von dieser Figur. Allgemein bin ich zwar nicht ganz so positiv diesen Flip-and-Change-Figuren eingestellt, weil ich möchte halt richtige Transformationen haben und nicht diese für kleine Kinder innerhalb von 3 Schritten fertig verwandelt. Aber diese Figur hat echt was und ich muss sagen, gegenüber der Deluxe-Version, ja, hat diese echt Vorteile vom Design her. Ich komme da gleich näher drauf ein. Jetzt zeige ich euch erst einmal die Verpackung. Die Verpackung wird, also einmal wird die Figur im Robotermodus geliefert. Wir haben dann hier ganz groß die Verwandlung vom Auto, die Zwischenstufe zum Roboter. Dann haben wir oben groß Autobot Drift draufstehen, das normale Logo. Im Hintergrund haben wir, ich muss mal gucken, ob ich es euch zeigen kann, das typische Boxart, wie wir es halt kennen, in diesem Blueprint. Dann haben wir hier an der Seite noch Autobot Drift, richtig schön als Artwork. Und auf der Rückseite haben wir einmal die Kurzanleitung. Sehr einfach. Was ich lustig finde ist, hier vorne steht 1, 2, 3 Schritte und hinten steht 5 Schritte. Ja gut, okay, ist jetzt nur banal. Ansonsten ist die Figur ziemlich cool gemacht. Wir sehen einmal den Automodus und den Robotermodus, den ich beachtlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn die Farbgebung hier gegenüber der Deluxe-Figur deutlich anders ist. Sie hat kein goldenes Gesicht, keine goldene Samurai-Krone, keine goldenen Schwerter, kein gar nichts, sondern sie ist allgemein nur in schwarz, metallic-blau, lila oder besagt so ein dunkles Königsblau gehalten. Und ich muss sagen, dieses Design gefällt mir deutlich besser als die Deluxe-Figur. Ja, und hier oben haben wir dann nochmal, wie gesagt, in 3 Stufen. Und Flip and Change groß hier oben drauf. Ansonsten haben wir außen nur noch das Autobot-Symbol. Ansonsten eine sehr weiße, schlichte Packung. Oben drauf auch nichts Spektakuläres und unten drunter auch nichts Spektakuläres. Das heißt, wir haben hier keine anderen Flip-and-Change-Figuren abgebildet, sondern nur Drift. Ja, gehen wir mal zur Seite und jetzt kommen wir einfach mal zu der Figur. Die Figur, wie gesagt, ist ziemlich groß. Also wenn ich jetzt mal sagen darf, die Figur ist fast, 50% größer wie die Deluxe-Figuren. Macht aber richtig was her. Vor allem, ich muss sagen, was ich sehr schön finde, ich weiß nicht, ob wir es hier sehr gut sehen können, hier vorne der Frontgrill, sehr schön in so einem Schwarz-Metallic und hier vorne auch, dahinter ist so angedeutet wie so ein Balken, auch in Blau, was ich sehr schön übernommen finde. Also es hat auf jeden Fall echt was. Vorne silberne Leuchten, ansonsten hier unten Blau-Metallic, sonst normal dunkelblau. Hier an der Seite, die Reifen, finde ich, sind auch sehr schön gemacht. Zwar in einem Guss, aber man sieht hier richtig schön auch die Bremsscheiben. Auch sehr schön gemacht. Hier hätte man vielleicht das Design noch ein bisschen verfärben können. Zum Beispiel in Silber die Bremsscheiben. Hinten sehen wir ganz normal das Logo der Firma. Hier dann nochmal 4 silberne Leuchten, wo ich nicht verstehen kann, die hätte ich lieber in Rot gesehen, aber nun gut. Hier unten der Auspuff schön angezeigt und was ich hier nicht so ganz verstehe ist, hier vorne sind die Kühler in Schwarz, hier hinten sind sie einfach unbemalt gelassen worden. Wenn sie nur in Schwarz gewesen wären, wäre es ein Tick schöner gewesen. Ansonsten hier auch schön im Metallic. Und obendrauf sehen wir hier einmal den Motorblock mit den Transformationsteilen. Auch sehr schön gemacht. Hier wäre es vielleicht in Silber ein bisschen schöner gewesen. Ansonsten haben wir hier noch das Autobot-Symbol und ja, silberne Scheiben. Silberne Einfüllstutzen für den Tank. Und unten drunter, ja, eigentlich soweit alles relativ gut verstaut. Auch wenn man ja eigentlich weiß, dass es die Hüfte und die Beine sind, finde ich es sehr gut miteinander harmonierend quasi unten angebracht. Auch so ist die Figur nicht wirklich tief, das heißt, sie kann wirklich rollen, ziemlich gut sogar. Und wie gesagt, rollen tut die Figur sehr gut.
Und ansonsten kommen wir jetzt mal zur Verwandlung. Die ist sehr simpel. Wir klappen einmal hier hinten einmal die die Rückseite auf. Das heißt, die Hände quasi vom Roboter werden jetzt schon sichtbar. Anschließend klappen wir das so zur Seite. Und jetzt kommt der Trick für dieses Flip and Change. Wir nehmen quasi die Seiten in die Hand und wippen das Ganze einmal mehrfach herum. Und schon haben wir die Figur noch einmal verwandelt. Das ist eigentlich schon alles. Sehr simpel. Jetzt müssen wir allerdings noch hier oben in den Schultern die Figur natürlich einrasten lassen. Das heißt, wir drehen hier die Schultern einmal herum. So, dass hier vorne diese Gitter genau parallel sind. Dann haben wir oben einen blauen Pin und hier dieses hellblaue Gegenstück. Und das drücken wir jetzt einfach so herein. Na. So, das gleiche hier noch einmal. Es geht ein bisschen schwer, muss ich zugeben. Aber wenn es einmal sitzt, dann ist die Figur wirklich echt gut zusammengebaut. Ich muss mal gerade gucken. Ich habe hier. Ach, okay. Ich erkenne den Fehler schon. Ich habe eine Rolle zu wenig gemacht. Deswegen ist er nicht richtig verwandelt. Wir drehen einfach dann die Arme noch einmal mehr herum. Ruhig, bis es knackt. So. Und jetzt ist es fertig. Jetzt können wir es wieder hereinschieben. Und jetzt ist der Hals natürlich auch wirklich schön hier abgeschlossen. Jetzt drehen wir die Tür noch nach oben. Die Arme können wir anwinkeln. Schöne Ellenbogengelenke. Ja, und schon haben wir Drift fertig verwandelt. Ich muss sagen, die Figur ist zwar von der Bewegung her deutlich eingeschränkt. Das heißt, wir haben keine richtigen, oder wie gesagt, wir haben gar kein Hüftgelenk. Das heißt, wir können die Hüfte nicht drehen. Die Beine sind fest, das heißt, wir haben hier kein Kniegelenk. Wir sehen ja auch wieso. Die Transformation mit dem Flip and Change ist mit dem Fuß verbunden, dass er automatisch den Fuß auseinanderklappt, den Rücken auseinanderklappt und alles natürlich schön miteinander verbunden. Das Gesicht, finde ich, ist genauso wie im Film, schön grinsend und macht natürlich auch echt was her. Was ich hier nur ein bisschen schade finde, ist, wir haben hier hellblaues Plastik und auf der Verpackung ist das metallische Plastik hier oben zu sehen. Quasi wie es hier unten mit abgebildet ist. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben quasi hier diesen hellblauen Kopf. Und wie ihr seht, nicht wie hier metallisch. Ansonsten sehr schön gemacht. Die Hände sind auch sehr gut gestaltet. Auch in einem metallischen Blau. Wir können hier die Hände leicht ineinander winkeln. Ansonsten haben wir hier nur ein ganz normales... Mach's mal aus. Ganz normales Ellenbogengelenk, dass wir den Ellenbogen anwinkeln können. Die Schultern könnt ihr einmal um 360 Grad drehen. Das gleiche natürlich auf der anderen Seite. Der Kopf, so wie ich das bis jetzt gesehen habe, ist nicht wirklich beweglich. Das heißt, er kann nicht gedreht werden. Und ja, ihr könntet höchstens versuchen, ob ihr den vielleicht modellieren könnt, hier unten mit einer Schraube rein, wie auch immer. Ansonsten ist das leider nicht so möglich. Ja, ansonsten haben wir hier hinten noch die Klingen angedeutet, die er quasi im Rücken hinten hat. Diese Schwerter. Die kann allerdings nicht rausnehmen, was ich ein bisschen schade finde. Vor allem, da hier die Fäuste einen Plug haben, oder wie gesagt, einen Port, wo man quasi Waffen hereinstecken könnte. Hier wäre es cool gewesen, hätte die Figur ein paar Klingen in der Hand gehabt. Und so bleibt es allerdings bei dieser Figur ohne großes Zubehör. Trotzdem ziemlich cool gemacht. Und was ich auch sehr schön finde, ist vom Design her, man sieht hier richtig schön diese Samurai-Rüstung angedeutet. Und hier auch in diesem metallisch-blau, hier diese kleinen Details. Einfach sehr schön gemacht, die Figur. Auch hier unten, hier sieht man nochmal das Logo vom Hersteller. Ja, und hier haben wir groß das Autobot-Symbol. Ich finde es schon ein bisschen schade, dass das Autobot-Symbol nicht hier oben nochmal drauf gedruckt wurde, was ich deutlich schöner gefunden hätte. Da man so natürlich dann auch im Roboter-Modus sehen kann, welcher Fraktion er angehört.
Ja, das war's ansonsten soweit für heute, für das Review für Drift als Flip-and-Change-Figur. Ich hoffe, das Review hat euch soweit ein bisschen gefallen. Falls ihr diese Figur sucht, haltet die Augen offen. Durchschnittliche Preis liegt so zwischen 25 und 30 Euro für die Figur. Auch wenn die Figur keine richtige Transformation an sich bietet, wie wir es halt von den normalen Generations-Figuren kennen, ist diese Figur auf jeden Fall es wert, in die Vitrine gestellt zu werden. Und ja, ansonsten gibt es von diesen Figuren noch Bumblebee und Lockdown, die ich euch natürlich in meinen Reviews auch noch zeigen werde. Ich wünsche euch was, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und bis dahin, ciao, ciao, euer Rex.